als ich neulich davon gehört habe, war ich Feuer und Flamme und habe sie gekauft. Die Nestle Fitness, warum auch immer, in der Sorte Schoko und Banane mit absolut null Banane drin. Zumindest habe ich Aroma als erstes gelesen, was natürlich schon mal arg lächerlich ist. Aber vielleicht sind sie ganz besonders lecker und das möchte ich mir in diesem Video hier mit euch anschauen. Hallo zusammen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es gibt schon ein Video zu den Nestle Fitness, es war doch mal... Ah ne, bei Kellogg's ist es Special K. Nestle Fitness, jo, die habe ich schon für euch getestet. Ich mag die eigentlich ganz gerne, weil die so kernig sind, einen kräftigen Geschmack haben. Wobei auch diese ganz einfachen Cornflakes, ob jetzt mit Zucker oder ohne, einfach so diesen geilen Maisgeschmack haben. Das mag ich gerne. Aber schon Banane ist natürlich richtig, richtig fein. Obwohl, ne doch, es ist Bananenpüree drin. Ich habe nichts gesagt. Aber es war auch Aroma dabei. Ach genau, ich weiß, was ich sagte. Sorry, ich nehme es zurück, es ist Banane drin. Aber ich habe gedacht, dass so Bananenchips drin sind, so kleine. Aber stattdessen sind die so mit Bananenpüree oder mit so einer Bananenschokolade bedeckt. Wir gucken gleich mal auf die Zutaten. 3,1% immerhin. Und die Kombination ist geil. Also ich freue mich drauf. Also hier jetzt nochmal in der Nahansicht für euch. Dann wahrscheinlich einmal Chips mit Schoko und welche mit so Banane dann rum und dann eben Vollkorngetreidegedöns. Und zwar 48,7% Vollkornweizenmehl, dann haben wir Reis noch drin. Wir haben dunkle Schokolade, 9,5%. Dann haben wir Zucker natürlich drin, Vollkornhaferflocken sind drin und Bananenpüree, was dann vermutlich irgendwie, ja, vielleicht da drum gemacht ist. Also das deutet das hier irgendwie an. Ich bin mal gespannt, wie es gleich aussieht. Kann ich noch nicht genau beurteilen. Sonnenblumenöl ist drin und oder Palmöl, das ist natürlich auch geil, wenn sie nicht mal sagen, was genau drin ist. Ich finde das immer komisch, dass das, gibt auch manchmal so in veränderlichen Gewichtsanteilen, also finde ich irgendwie sehr merkwürdig, dass sowas erlaubt ist. Ist bestimmt Palmöl drin. Natürlich, das Aroma ist natürlich drin, also sprich der Bananengeschmack kommt wahrscheinlich sehr viel auch davon. Auch ein paar Vitamine sind drin, den Nährwert habt ihr hier. Das hält sich soweit im Rahmen, auch vom Zuckergehalt tatsächlich nicht sehr viel, 13,3, 9,3 Gramm Eiweiß, 5,2 Gramm Fett. Ich weiß nicht mehr, was sie gekostet haben, aber ich glaube so 3,50 war das schon ungefähr. Man kann die Schokodinger kaum erkennen. Okay. Hallo. Boah, das riecht auf jeden Fall schon krass nach Banane jetzt hier. Wo sind denn die Schokochips? Wie sollen jetzt diese drei, vier, wo sind denn, da ist zum Beispiel eine. Wow, ist ja richtig Gönnung hier. Das ist ja fast nur, komm, wir gucken jetzt mal zusammen in die Tüte, ist ja fast nur diese normalen drin. Wo ist das Bananenpüree? Guckt euch das mal an. Was ist das denn für ein Abfuck hier? Drei Bananen-Cornflakes hier, Schoko-Cornflakes drin. Der Rest ist das... Also hier ist jetzt auch irgendwie nicht so ein, vielleicht das Bananenpüree da reingearbeitet und dann Aroma, könnte ich mir vorstellen. Das sieht ehrlich gesagt ziemlich scheiße aus. Ich habe jetzt gedacht, dass da so wie ein Bananenüberzug drauf ist. So ein bisschen zumindest. So wie die Schoko, dann nur mit Banane. Also vermutlich ist es da reingearbeitet, aber da man dann auch Aroma reingemacht hat, schmeckt man es kaum. Und so wenig Schokoflakes? War das immer so? Also das ist so ein bisschen lächerlich. Alter, ich muss noch ein paar reinmachen. Dann probieren wir mal. So, die gute, hier, das sieht zum Beispiel so ein bisschen aus, als ob da so Bananen, man sieht das so ein bisschen, finde ich, oder? Also, wenn man süße Cornflakes normalerweise isst, dann sind die, glaube ich, nichts für einen, die sind nämlich nicht sehr süß. Ich habe jetzt hier tatsächlich einen Schokoflake drauf, einen. Mehr sind die auch nicht drin. Schmeckt herbstschokoladig, dunkle Schokolade, man merkt das. Also nicht so Milka, Zucker, süß, sondern wirklich leicht herbe Note, finde ich geil. Man merkt so ein bisschen das Bananenaroma. Aber sehr dezent. Am meisten hat man wirklich diesen Vollkorngeschmack. Wirklich eine ganz leichte Süße nur. Ehrlich gesagt, ziemlich enttäuschend ist das hier. Ich habe euch vor einigen Wochen auf Instagram einen Beitrag gezeigt. Da habe ich nämlich in Singapur auch so Bananen-Schoko-Cornflakes entdeckt. Und da dachte ich mir, oh, die hätte ich so gerne mitgenommen. Wir hatten so extrem wenig Platz.
Wir waren ja irgendwie, ihr habt hoffentlich die Reisevideos gesehen, sechs Stück wird es geben, plus einige Specials, plus Einkauf im Supermarkt und so weiter. 5 sind veröffentlicht, 1 kommt noch, das 2. aus Singapur. Wir hatten aber so wenig Platz, weil wir waren, wie gesagt, 11 Nächte dort und hatten jeder nur einen großen Koffer und eine kleine, die man noch mitnehmen konnte. Und wir hatten keinen Platz für eine paar Cornflakes, also echt nichts, war so voll. Also das ist enttäuschend. Es hat eine leichte Bananennote, man hat ab und zu ein Stück Schokolade, weil man da, oder Schokoladengeschmack, weil man einen Schoko-Cornflakes hat. Aber das ist viel, viel zu wenig, um irgendwie dem Namen Schoko-Banane gerecht zu werden. Da kauft man sich diese normalen Special Case und kauft sich ein paar Bananenchips, macht die meinetwegen auch noch kleiner, rein und so ein bisschen Schoko, bisschen hier zum Beispiel diese Schokoraspel oder sowas, was es gibt, einfach diesen Papppackungen, macht sich der Schokoraspel rein, dann ist das 1000-mal besser als das hier. Das ist eine riesengroße Enttäuschung für mich jetzt gerade. Aber es schmeckt jetzt nicht scheiße, aber ich hätte hier echt was anderes erwartet und viel mehr Schoko-Banane. Ja, da muss man es eben halt einfach selber machen. So viel dazu. Euer liebstes Müsli dürft ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Wenn ihr die probiert habt, eure Meinung ist herzlich willkommen in den Kommentaren. Und ansonsten vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.